Seit über 21 Jahren fehlt von Bianca aus Essen jede Spur. Die damals 19-jährige Frau verschwand im Sommer 2000. Nun nimmt die Polizei die Ermittlungen in dem Cold Case wieder auf. Und zwar mit neuer Technik. Für Biancas Mutter ist das ein zwiespältiges Gefühl. Denn einerseits reißt es bei ihr alte, schmerzhafte Wunden wieder auf. Andererseits hofft sie, dass ihre Tochter nach all den Jahren endlich gefunden wird und sie abschließen kann. Bald 21 Jahre hat Erika Schneider ihre Tochter nicht mehr gesehen. Bianca Blömicke war damals vom einen auf den anderen Tag verschwunden. Geblieben sind der Mutter nur die Erinnerungen an die damals 19-Jährige und ein bisschen Resthoffnung. Diese Ungewissheit ist ganz schlimm. Ich fühle mich wie in einer Luftblase, die überall aneckt. Und ja, jeden Moment zerplatzt. Ständig. Ich empfinde es als psychische Folter. Bianca ist einer von über 1000 Fällen, die alleine in NRW ungelöst geblieben sind. Um den Angehörigen endlich Gewissheit zu geben, will das LKA diese Cold Cases nun wieder aufrollen. Bereits seit 2017 arbeitet man an einer Datenbank. Nun hat man auch das Personal gefunden in der eigenen Vergangenheit. Bereits pensionierte Ermittler sollen mit ihrer Erfahrung zurückkommen und die ungelösten Fälle der vergangenen 50 Jahre aufarbeiten. Vorteil ist eben, dass die den Jungen auch noch was vorleben können. Vorleben, vielleicht auch dranbleiben, ja, und von einer anderen Perspektive mal dran schauen und eben auch erklären können, was sie nicht wissen können. Voraussichtlich ab Oktober geht es für insgesamt 28 neue Altermittler los. Unter den Cold Cases unter anderem der Fall der kleinen Claudia Ruf aus Grevenbruch, die vor 25 Jahren als damals 11-Jährige sexuell missbraucht und ermordet wurde. Und eben das Verschwinden von Bianca Blömicke. Ihrer Mutter geben die anstehenden Ermittlungen neue Hoffnung darauf, möglicherweise endlich herauszufinden, was mit ihrer Tochter passiert ist.